have you ever felt? Are you listening? Damn. Hallo und willkommen bei Minecraft mit eurer Nizi. Ja, wir wollten in die Wüste tigern. Und das werden wir auch gleich mal machen. Ich hätte mir vielleicht noch mal ein paar Fackeln machen sollen, aber egal, das wird schon reichen. Wir haben ja schon angefangen. Wie es aussah, ging es da hinten auch nicht unbedingt weiter, aber ich werde trotzdem noch mal hier den Weg abgehen und noch mal ein bisschen schauen. Gluck, 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 gluck. Einmal Wasser geschluckt. Aber das schadet nichts, wenn wir jetzt in die Wüste gehen. Da haben wir ein bisschen Wasservorrat. Ja. Der Berg sieht da auch interessant aus. Ist da eine Höhle oder eine... Ich dachte eben, das wäre ein Geräusch. Wir sind mal lang gegangen. Da? Nee, da. So, dann schaue ich mal. Da war Akaziengebiet, glaube ich, wieder. Und die Wüste zu Ende. Ach, das ist gar keine Höhle. Ah, hier ist ein Haus. Hier haben wir übernachtet. Okay. Alles klar. Ja. Da hätten wir auch ein Bett gehabt, ne? Naja. Was soll's? Betten kann man nie genug haben. Man steckt die bloß immer nicht ein. Das ist ein kleines Problem irgendwie. So, dann sind wir hier auf den Berg gegangen, glaube ich. Das Ding da hinten sieht ja auch interessant aus. Aber da liegt Schnee. Ja, ich wollte zwar mal ein anderes Biom haben, aber Schnee... Ich weiß nicht. So, erstmal den Fackeln hier entlanglatschen. Ich finde das echt so schade. Oh, ist da eine Höhle? Oder hatten wir da schon reingeguckt? Ja, hier scheint was zu sein. Mal vorsichtig. Ne, ist nix. Das war ein Satz mit X. Das war nix. Könnte das Eisen noch mitnehmen, aber da habe ich jetzt keinen Sinn für. Ja. Wir gehen mal hier rum. In das schöne Akaziengebiet. Gucken wir uns mal an, was da noch so los ist. Ach, da hinten ist noch Wüste. Okay. Wo hören meine Fackeln auf? Da gucke ich doch noch mal von hier oben runter, ne? Da ist eine Fackel. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Ja, hier. Hier waren wir schon, da haben wir diese Spalte gesehen. Da gucke ich noch mal rein. Ganz vorsichtig. Oh ja. Sieht interessant aus.
Vielleicht setzen wir hier auch nochmal ein Fackelchen hin. Und da. Nein, nicht darunter. Und dann gucken wir mal, ob die Wüste da noch weitergeht. Aber es sieht ja so aus. Neue Wüste. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Ich hoffe, ich finde wieder zurück. Okay, das sieht nicht so interessant aus. Jo. Das nenne ich Wüste. Dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir noch ein Dorf oder so. Oder eine Höhle hier, ne? Oder wieder eine Fake-Höhle. Mal gucken. Ja, das ist, glaube ich, keine Höhle. Könnte vielleicht doch eine sein. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Aber hier ist schon wieder zu Ende, glaube ich. Ja. Ist komisch, irgendwie. Irgendwie habe ich das immer im Gefühl, wann so eine blöde Höhle zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob die immer gleich aufgebaut sind oder so. Und ob das so im Unterbewusstsein praktisch gespeichert wird oder wie auch immer. Denn eigentlich bin ich ja eh immer irgendwie verpeilt. Oh wow. Ein kleiner Bodenbug. Ja, Herr Creeper, hau ab. Nicht hier alles. Nein, nein, nein. Da hätte ich ein bisschen Schiss, wenn mir hier der ganze Sand irgendwie auf den Kopf fliegt. Ja, hier geht auch nicht so viel. Ich treffe nie die Fackeln. Das ist echt irre. Thema. Wow, jetzt habt ihr euch bestimmt erschrocken. Nee, ich habe eine ganz witzige Story zu erzählen. Meine Freundin wohnten so, ja, auf dem Dorf praktisch. Und die hat erzählt, bei ihr kommt morgens immer eine Katze ins Haus und pennt dann da. Höchstwahrscheinlich hat die da ihre Ruhe, ne? Bei der wird es vielleicht ein bisschen turbulenter sein und bei ihr ist halt Ruhe, die ist alleine vormittags zu Hause und die Katze kommt dann da schlafen. Und sagt sie, habe ich auch nichts dagegen, kann sie ruhig machen, die legt sich da immer auf so ein Kissen drauf und pennt. Ja, so, wo lang? Da. Und sie hat das aber, also die ist von den Nachbarn, die Katze. Sie weiß, wo die hingehört. Und sie sagt, ja, aber ich sag das meinen Nachbarn nicht, sonst ist denen das nachher unangenehm und ja, wie auch immer. Oh ja, ein Dorf, cool. Ah, das ist schön. Da machen wir hier ein bisschen Zwischenstation. Ja, also jedenfalls lässt sie die halt da schlafen und sagt sie, jetzt bringt die Katze noch einen Kumpel mit. Hat sie den Eintrag, sie will rausgehen und macht die Tür auf. Da steht die Katze mit dem Kumpel vor der Tür. Naja, und dann hat sie das halt den Nachbarn mal erzählt und hat gesagt, ja, hier, der schläft ständig bei uns, ist auch nicht schlimm und so. Und ja, Nachbarn waren auch nicht beleidigt oder wie auch immer. Und da sagt sie, ja, der ist uns praktisch zugelaufen. Die wissen auch nicht genau, wo der Herr ist. Und ja, die haben den dann halt aufgenommen. Und die waren mit dem
beim Tierarzt, weil ne, so eine dahergelaufene Katze, weiß man ja immer nicht, was die so haben oder was die so anschleppen. Und die war auch ziemlich dick. Und dann sagte der Tierarzt, ja, da sind so 3, 4 kleine drin. Also heißt, die ist trächtig. Dann ist schon gesagt, na klasse. Nimmst eine Katze auf und dann ist die auch noch trächtig. So. Und die warten und warten und warten. Die Zeit verging und nichts passiert. Und jetzt ist es dunkel. Jetzt sollte ich mal reingehen. In welchem Haus war mein Bett? Keine Ahnung mehr. Wo Bett? Da. Ja, und dann sind sie zum anderen Tierarzt nochmal gefahren. Und da sagt er, es darf doch wohl nicht wahr sein. Sagt er, das ist ein Kater, der kann überhaupt nicht richtig sein. Also wie kann sich bitte schön ein Arzt so täuschen, dass der nicht mal eine Katze vom Kater unterscheiden kann? Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ich dachte schon immer, Menschenärzte wären so schlimm, aber Tierärzte sind ja genauso. Geht gar nicht, echt. So, ich werde mal hier auf den Berg klettern und gucken, ob da noch irgendwas ist. Dorf ist schon mal gut. Wie gesagt, wir haben Essen. Wir haben einen Ausgangspunkt. Sieht ja auch klasse aus hier. Wow. Was ist da? Steine. Ja, echt. Also, dass ein Tierarzt eine Katze und einen Kater verwechselt. Also, nee. Nee, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. So, eigentlich gibt es in der Wüste ja nicht viel, außer irgendwelche komischen Tempel. Und Lava. Da muss man auch aufpassen. Könnte hier mal ein Tempel sein? Da ist ja Stein. Sind da Steine auf dem Haus? Das ist ja auch witzig. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also da hinten, das ist, glaube ich, nur ein Brunnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Da rennen wir jetzt zum Brunnen und finden das Dorf nicht wieder. Wer weiß, wer weiß. Naja. Witzige Story, echt. Wo ist hier ein Monster? Da war eine Höhle. Okay. Ach Leute, ich weiß gar nicht so recht, wo ich hingehen soll. Ich will mich jetzt auch nicht so sehr weit entfernen. Was sind das für Geräusche hier? Ist ja greislich. Greislich, greislich. Ich hab... Oh! Jetzt wollte ich gerade was erzählen. Ist das ein Tempel? Ich war ja selber mal beim Arzt und habe mich, also ich war schon häufiger beim Arzt und habe mich tierisch aufgeregt über den. Ich musste da so lange erstmal sitzen. Da musste ich noch so lange aufs Röntgen warten. Und was macht der Idiot? Echt, also da werden echt immer alle über einen Kamm geschert. Und ich habe Schiss. Ich habe einmal sage und schreibe 6 Stunden beim Arzt verbracht. 3 Stunden beim Arzt, bis ich dran gekommen bin, war 5 Minuten im Sprechzimmer und dann nochmal 3 Stunden gewartet aufs Röntgen. Danke auch. Wirklich. Und ja, was macht der Idiot? Er verschreibt mir einen Stützgürtel für den Rücken und Einlagen für die Schuhe und Krankengymnastik. Weiß aber nicht mal hundertprozentig, was ich habe. So, dann müssen wir uns das hier mal merken. Ich gehe da jetzt noch nicht rein.
Und Schmerztabletten vor allen Dingen, ne? Das ist ganz wichtig gewesen, Schmerztabletten. Damit man auch ja diese Krankengymnastik mitmachen kann, die mir überhaupt nicht bekommen ist. Also erstmal Krankengymnastik, ne? Die Schmerzmittel haben dann nachgelassen und die Krankengymnastik, ja, die sollten meine Rückenmuskulatur aufbauen und stärken, was ja auch immer eigentlich nicht verkehrt ist. Aber war in meinem Falle nicht so gut. Es ist mir auch immer schlimmer bekommen. Ja, mit Schmerztabletten merkt man das ja nicht. Aber ich habe die Krankengymnastik dann abgebrochen. Bin dann auch noch mal woanders hingegangen. Hab denen dann meinen Fall noch mal geschildert und ja, das war dann besser. Wo ist denn jetzt das Dorf da? Ja, und dann sollte ich halt nach 10 Tagen da wieder hin oder was weiß ich. Und er ist natürlich davon ausgegangen, dass das jetzt alles weg ist. Und es wurde aber immer schlimmer anstatt besser. Obwohl noch schlimmer konnte es nicht werden. Ich konnte wirklich nichts mehr machen. Ich konnte mir nach dem Duschen nicht die Füße abtrocknen. Ich konnte mir morgens nicht die Strümpfe anziehen. Ich konnte nichts vom Boden aufheben. Ich konnte nicht lange sitzen, ich konnte nicht lange stehen. Ich konnte nicht lange liegen. Wenn ich mich nachts umgedreht habe, bin ich vor Rückenschmerzen wach geworden. Und ich müsste mal mein Haus markieren. Mein Haus markieren. Wie so ein alter Hund. Und ja, dann bin ich halt, habe ich mich da halt nochmal wieder angemeldet und er so, ja, und ist alles gut. Und ich so, nee, es ist nichts besser geworden. Ich sage, es ist eher noch schlimmer geworden. Ja, sonst müssen Sie damit leben, hat der Arzt gesagt. Da muss ich damit leben. Da habe ich gedacht, erstmal, ich höre nicht richtig. Und da bin ich so stinksauer geworden, habe gesagt, nee, damit kann ich nicht leben. Tut mir leid und damit werde ich auch nicht leben. Sie sind Arzt. Und dann hat er gesagt, ja, da müssen Sie eben in die Röhre. Aber in einem Ton, ist rausgegangen, hat die Tür hinter sich zugemacht und das war's. Ja, und dann bin ich halt vorne zur Sprechstundenhilfe, habe mir halt einen Termin geben lassen und der Arzt war richtig sauer, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich meine, wozu ist der Kerl Arzt, ja? Ich setze mich da nicht aus Spaß 6 Stunden oder 3 Stunden ins Wartezimmer, wirklich nicht. Ja, und dann bin ich halt durch die Röhre und ja, dann wurde festgestellt, dass ich halt doch etwas größere Probleme habe und das dann doch berechtigt war. Und der Arzt, also ich sollte den dann anrufen und das Ergebnis nochmal abchecken. Und der Arzt war auf einmal stinkfreundlich zu mir und sollte mir dann halt nochmal ein Rezept abholen. Und ja, dann sagt er, nein, Sie brauchen nicht vorbeikommen, wir schicken Ihnen das zu. Ach, geht doch auf einmal alles. Der war so freundlich dann. Ja, aber war echt stinksauer auf den und ich bin auch immer noch stinksauer auf den und ich gehe da auch nicht mehr hin. Ich mache meinen Scheiß jetzt selber. Ich habe die muss ja 1 Jahr zur Gymnastik gehen, 2-mal die Woche, sollte mich dann mit meinen Bandscheibenvorfällen und Gleitwirbel und was ich da noch alles habe, auf so einen schönen Gummiball setzen, der viel zu groß war für mich. Ich bin dann also auch nur mit den Zehenspitzen unten an Fußboden gekommen. Und dann schön drauf rumwippen und so weiter. Das war wirklich sehr angenehm. Die haben ja auch gar kein Gemüse, oder? Bin ich blind? Ich sag noch, wir haben Essen, aber doch da. Ja, fand ich toll und mir ging es auch immer schlimmer. Und wenn man dann hört, ne, da sind welche, die haben dies und andere haben jenes und andere wieder anderes. Und alle machen die gleiche Gymnastik. Frage ich mich, was da eigentlich helfen soll. Nee, und ich habe das dann abgebrochen und mir geht's besser. Also ich achte auch darauf, was mir bekommt und was mir nicht bekommt. Mache wirklich
Nicht so viel. Ich laufe zwischendurch mal rum. Ich stehe nicht so lange. Aber ich will euch nicht mit meinen gesundheitlichen Problemen hier langweilen. Nee, es war eigentlich hauptsächlich Thema, dass Ärzte wirklich manchmal einen an der Waffel haben. So, und ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen, okay, Werkbank haben wir höchstwahrscheinlich, aber ich richte mir das jetzt hier nochmal ein bisschen in meinem Zimmer ein. Das können wir ja hier auch aufstellen. Einen Ofen mache ich mir. Können wir uns noch ein bisschen Fleisch braten und Ofenkartoffeln? Haben wir denn überhaupt noch Kohle? Haben wir natürlich nicht. Hätten wir sie doch mitnehmen sollen, aber egal. Dann machen wir noch eine Truhe. Da legen wir unser Zeug ab und dann können wir nämlich ohne Probleme mal weiter in die Höhle gehen. Ach, ein Blümchen habe ich abgepflückt. Sehr schön. Ja, die können wir ja nochmal einpflanzen. Ach, wisst ihr was? Die pflanze ich hier ein. So. Dann sieht es doch nicht ganz so trist hier aus, ne? Die Steine gefallen mir übrigens total gut. Da würde ich mir auch noch mal gerne ein Haus bauen, aber ich finde, das passt halt nicht in alle Gebiete rein. Mal sehen. Jetzt wird's dunkel. Ich gehe schlafen und ich sage auch bye bye. Bis zum nächsten Mal. Eure Nizi.